Servus Leute, was geht ab? Mein Name ist Serranos und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Diablo 4 hier am Start mit unserem Druiden. Wie heißt der Gute denn nochmal? Genau, Serranos. Da haben wir es doch. Wir sind jetzt dabei stehen geblieben, dass wir hier in Kyovashad angekommen sind. Wir haben jetzt mit dem guten Lorat hier vorhin gesprochen. Der ist ja mit seinem Pferd dann hier lang geritten und hat da erstmal ordentlichen Abflug gemacht. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal an, schauen, was wir jetzt hier noch alles zu tun haben, was wir noch machen können. Wir sind ja jetzt hier, wie gesagt, in der ersten großen City von uns. Und ich würde mal sagen, Moment, ich stelle das noch einmal ganz kurz um. Einfach nur, weil es ein bisschen besser läuft und man den Unterschied eh nicht merkt. Genau, und ich glaube, es kam ja auch schon ein neuer Patch raus für Diablo. 1.0.2, wenn mich nicht alles täuscht, wo dann auch nochmal Nerfs, Buffs etc., alles mögliche wurde da irgendwie nochmal mit reingekloppt. Und Moment, wir machen nochmal ganz kurz den Gegenstand hier. Finito, Rüstungen, das ist alles arschteuer, das brauchen wir alles nicht. Und ja, was haben wir geskillt? Ich zeige euch nochmal ganz kurz mein Bild. Sind hier mit Klaue gegangen, mit verbesserte Klaue und mit wilde Klaue. Und hier sind wir dann tatsächlich auf Sturmschlag, verbesserter Sturmschlag, und dann können wir hier noch, ja, grimmiger Sturmschlag oder wilder Sturmschlag oder so benutzen. Könnten alternativ aber auch mal versuchen, Windschere, für Windschere zu gehen. Okay. Erzeugte Geisteskraft, ja. Ja, wie gesagt, das sind halt alles unsere Basisfähigkeiten. Gegner zu betäuben. Auch nicht schlecht, grimmiger Erdspieß. Na, wie gesagt, da werden sich noch viele, viele Wege ergeben. Da können wir dann mal schauen, wie wir es dann letztendlich alles machen. Ob wir dann dabei bleiben oder ja, was anderes machen. Aber wir haben jetzt hier erstmal Quests bekommen. Und zwar schlechte Neuigkeiten. Das ist eine Kampagnenquest. Genau, wir sollen zur Kathedrale, mein Gott, Kathedrale, so, des Lichts reisen. Jetzt habe ich es aber. Zu doof, um hier drei Sätze gerade auszusprechen. Und hier sind auch schon einige Leute am Start. Manchmal wünschte ich mir, ich könnte die Kamera noch ein bisschen weiter rauszoomen. Weil teilweise hier so in der City oder so kann das schon ganz schön nah sein. Aber mein Gott. Was soll's. Wäre halt stabil gewesen. Und übrigens muss ich auch nicht die ganze Zeit so klicken. Wir wurden in Sünde geboren. Als Kinder der Dunkelheit. Doch das Licht des Vaters kann durch Reue und Glauben gefunden werden. Wandelt im Licht. Okay, wir interagieren mal mit Mutter Oberin Prava und schauen mal, was die Gute zu sagen hat. Wir müssen uns stets vor der Sünde hüten, Bruder. Ja, Mutter Oberin. Möge das Licht von Inarius jeglichen Frevel verbrennen. Möge keine Versuchung euch von seinem Glanz abbringen. Möge die Rechtschaffenheit die Verderbnis auslöschen. Vertreibt eure Dunkelheit, auf dass nur das Licht verbleibt. Vertreibt eure Dunkelheit, auf dass nur das Licht verbleibt. Ist das der Mann aus Nevesk? Ja, Mutter Oberin. Hat Lorat euch nicht begleitet? Er hat mich allein gesandt. Es war ein Fehler, diesem alten Mann zu vertrauen. Was könnte jetzt wichtiger sein? Lilith. Also seid ihr im Bilde. Wir haben von einem unserer Ritter gehört, dass im Sturmtal ein Dämon gesichtet wurde. Die Beschreibung gleicht zu stark jener aus Nevesk. Wenn ihr nach Jelesna reisen und euch einen Überblick verschaffen würdet, wäre euch die Dankbarkeit der Kathedrale des Lichts sicher. Ich wollte Lorat schicken, aber wieder einmal kommt er seiner Pflicht nicht nach. Ob mit oder ohne Lorat, der Wille von Inarius soll geschehen. Nehmt den Bericht des Ritters auf, bevor ihr geht. Der Bericht des Ritters. Ah, da. Mutter Oberin, ich erhielt einen Bericht über eine mögliche Dämonensichtung. Gehörnte Frau bei den Minen von Jelesna.
Routineuntersuchung durchgeführt. Noch nichts gefunden. Priester samt Rittergarde wurde entsandt. Erstatten Bericht, sobald wir etwas finden. Also auf der einen Seite sehen wir sehr badass aus, weil wir halt so wirklich sehr groß und stämmig sind, aber wir sehen auch irgendwie aus mit dem Kopfteil wie so ein Vollidiot, finde ich. Das sieht nicht so nice aus, wenn ich ehrlich bin. Aber gut. Man kann nicht alles haben. Und auch irgendwie blöd, dass man die Karte nicht... Huch, was geht jetzt ab? Ah, kann sein, dass die Server jetzt ein bisschen schlapp machen, so auf den letzten Metern vor Release. Denn heute Nacht um 0 Uhr kommt das Spiel dann letztendlich für alle raus, die sich auch die Standard Edition gekauft haben. Momentan befinden wir uns ja in der Pre-Purchase Edition, sozusagen, sodass wir hier quasi ein bisschen... Ist der tot? Oder chillt der da einfach nur so? Der sieht irgendwie tot aus, aber irgendwie auch nicht. Also, dass wir hier halt Vorabzugang haben und dementsprechend sind wir halt jetzt schon quasi... Ah, wir haben ein neues Kopfteil bekommen. Was aber im Leben nicht besser ist als das, was wir haben. Zack, Wolf gegen Bär. Wolf gegen Bär, das ist doch mal ein Duell. So, besudelter Wag. Ah, hier haben wir einen Lederwams bekommen. Sehr schön, der ist nochmal aufgeplatzt, der Kollege. Ah, sehr schön. Guck mal an hier. Das löppt doch wie am Schnürchen. Kriegen wir auf jeden Fall schon Gear. Ach, übrigens, wir haben auch ein Level-Up jetzt bekommen. So, Moment. Was nehmen wir denn hier? Was bringt dieses Verwundbar eigentlich? Das weiß ich noch nicht so ganz irgendwie, wenn ich ehrlich bin. Oder wir nehmen halt, springt auf zwei zusätzliche Ziele über. Also müssen wir jetzt nicht unbedingt haben. Ich nehme jetzt einfach mal das erstmal. Und dann werden wir es ja sehen. Wobei wir das aktuell eh noch zu selten benutzen, glaube ich, ne? Wir benutzen das noch zu selten. Hier haben wir Erz, das können wir mitnehmen. Sehr, sehr schön. Kann man auch immer wieder gebrauchen, ne? Aufgrund dessen, dass wir uns damit auch die Gegenstände verbessern können. Sachen craften können, etc. Das ist gar nicht so verkehrt. Ja, und die Grafik von Diablo ist schon wirklich sehr, sehr schön. Obwohl man sagen müsste, dass auch das wahrscheinlich besser geht. Aber es soll natürlich auch für die meisten Leute zugänglich sein mit der Hardware etc. Ne, da darf man natürlich auch... Das heißt, da darf man nicht übertreiben, aber da sollte man vielleicht auch zwangsläufig nicht übertreiben. So, sehr schön, das haben wir. Ah, guck mal hier. Noch mehr von den Kollegen, aber die sind ja wirklich, muss man sagen, für uns gerade gar kein Problem, ne? Also mit dem AOE, das geht schon gut. Mit dem AOE, das geht schon sehr, sehr gut. Hier ist auf jeden Fall irgendein Kellerraum oder so. Befallene Mine. Da würde ich einfach mal reingehen. Mein, schadet ja nicht. Dann sehen wir mal, was da unten so vor sich geht. Mine, ja. Kann alles sein, kann nichts sein. Wir kloppen die mal irgendwie.
Aber das hat jetzt hier nicht wirklich viel gebracht. Befallene Mine, Keller abgeschlossen, okay. Da kriegen wir eine Truhe für, wo wir auch noch ein paar Sachen bekommen. Aber ist jetzt nichts, was uns irgendwie großartig weiterbringt. Deswegen, ich wollte nicht schreiben. Deswegen können wir hier jetzt eigentlich auch wieder rausgehen. Und dann können wir uns mal so langsam Richtung Quest aufmachen. So, genau, sehr schön. Ein Altar. Ah, nicht schlecht. Lohnt sich auf jeden Fall hier zu erkunden, würde ich sagen. Also immer mal wieder schön die Augen offen halten. Irgendwie versuchen, die Wege hier mal abzugehen. Ich glaube, das könnte sich lohnen, mein Gott. Sind hier irgendwie mehr Gegner, weil es dunkel wird oder so? Kommt mir fast so vor. Jetzt wird es halt ein bisschen düster. Aber die Kollegen hier kriegen auch... Na, der bockt schon. Der Druide bockt schon, muss ich sagen. So, hier ist noch eine Beere oder sowas. Das nehmen wir auch alles mit, das ganze Zeug. Und mich würde auch vor allem mal interessieren, für welche Klasse etc. ihr euch entschieden habt, ne? Weil das ist ja wirklich dann tatsächlich sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Und es ist halt... cool zu sehen, was andere so spielen. Also würde mich auf jeden Fall interessieren. Könnt ihr mir gerne mal Bescheid sagen. So, reist nach Elesna. Jetzt sind wir hier. Sehr schön. Was haben wir denn hier? Rüstungen. Erstmal den Wegpunkt hier nehmen. So, sehr schön. 20 Ansehen haben wir dann direkt bekommen. Einmal rein hier. Und mit Hauptmann Ankas reden. Was benötigt ihr? Rava schickt mich. Ich suche nach Vigo. Ihr und dieses nervige Kind. Das Mädchen liegt uns schon die ganze Woche mit dieser Dämonenfrau in den Ohren. Vigo ist gegangen, um ihren Behauptungen nachzugehen. Er sollte im Bergbaulager nördlich von hier sein. Eine ganze Eskorte von Rittern ist dort letzte Woche verschwunden. Zusammen mit der Mutter des Mädchens und einer anderen Frau. Passt da draußen auf. Aha, okay, wir suchen also das Mädchen, der Ritter und das Vögelchen. Sucht das Minenlager am Kiefernhügel auf. Das sollten wir hinkriegen. Okay, da können wir jetzt in die Richtung laufen, das kriegen wir hin. Gar nicht so viel Zeit verlieren, jetzt haben wir ein bisschen zusätzlich erkundet. Moment, den nehme ich aber doch noch mit, das davon kann man glaube ich nie zu viel haben. So, die sind alle kein Problem für uns. Auch die hier, ja, sind ein paar. Das wäre zum Beispiel jetzt mit dem Dings gar nicht so gut machbar, ehrlich gesagt, mit dem Jäger. So hatte ich zumindest den Eindruck. Weil ich teilweise Schwierigkeiten hatte, den AOE hier richtig rauszuballern. Und das haben wir hier mit Sturmschlag. Haben wir das hier direkt ohne Probleme. So, die Großaxt bringt uns leider nichts. Die verbessert uns leider Gottes nicht. Aber wir sind hier am Start, schon mal hier angekommen. Ja, so fremd sind wir jetzt auch nicht. Einmal hier zum Heilbrunnen, zack. Und dann können wir hier in die Mine rein. Und da haben wir den guten Vigo. Dauert ein bisschen, bis sie miteinander reden wollen. Ich wurde geschickt.
bin mir ganz sicher. Sie hatte Hörner wie ein Tier, spazierte genau hier vorbei. Und meine Mutter ist da drin mit ihr gefangen. Ihr habt sie durchgelassen, Herr. Solltet ihr da nicht für ihre Sicherheit sorgen? Wir haben Soldaten drinnen stationiert. Um die solltet ihr euch auch sorgen. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Ja, hier gibt es auf jeden Fall einen Konflikt. Wir sprechen erstmal mit ihm. Mutter Oberin Prava hat mich geschickt. Hat sie das? Die gehörnte Frau ist die Dämonin Lilith. Nein, das kann nicht sein. Meine Mutter hat mir diesen Namen gesagt. Ihr sprecht von der Tochter des Hasses. Hat Prava mich erwähnt? Sie war doch nicht wütend, oder? Hier steht mehr auf dem Spiel als eure Stelle. Ach, kommt schon. Bringen wir es hinter uns. Okay, jetzt wollen wir auf jeden Fall reingehen. Die haben hier alle Bock, da reinzugehen. Und wir suchen jetzt ihre Mutter. Ja, ich bin mal gespannt. Das kann ja das werden. Für gewöhnlich sollte man da ja eigentlich nicht reingehen. Aber ich kann mir bessere Dinge vorstellen, als einfach in so eine verlassene Mine zu gehen. Die verdammte Winde lässt sich nicht bewegen. Wir müssen zu Fuß gehen. Na, okay. Passt auf! Ist doch kein Problem. Hey, das ist der Anhänger meiner Mutter an eurem Handgelenk. Er gehört jetzt mir, Mädchen. Eure Mutter gab ihn mir, als ich sie und ihre Begleiterin ziehen ließ. Oh, zack. Aber wir sind Wolf, wir haben keine Angst. So, hier sind ein paar Kollegen. So, hier ist eine Truhe. Nehmen wir alles mit. Ja, können wir alles mitnehmen. Ist zwar alles noch Story und ich meine, der Loot hier ist jetzt auch noch nicht so überragend, um es mal freundlich auszudrücken. Ah. Bleib dicht bei mir. Wir haben ein Level abbekommen. Moment. Da müssen wir erstmal skillen. Damit ist nämlich direkt eine neue Fähigkeit frei und das ist jetzt sehr, sehr interessant. Wer Wolf, wer Bär. So. Verwandelt euch in einen Werwolf und führt eine Kombo aus drei Angriffen auf. Ein Angriff stürmt auf das Ziel zu und zweiter Angriff verursacht 27 Schaden, dritter Angriff führt einen mächtigen Finishing-Move aus. Boah. Ich glaube, wir gehen auf jeden Fall erstmal für das. Weil da habe ich irgendwie Bock drauf. So. Vielleicht sollten wir zurückgehen und die Ritter holen. Und meine Mutter die ganze Zeit über in Liliths Obhut lassen? Ja, das ist eine schwierige Kiste. Ich gehe weiter. Gehen wir denn jetzt weiter, oder? Will der hier noch was gucken? Ich weiß nicht. Beim letzten Mal hat das nicht so gut funktioniert. Stimmt doch irgendwas nicht. Hier halt steht, betretet die alte Mine und jetzt. Kein Aufzug. Die Blockade muss sich weiter unten befinden. Und die sucht die Tür. Jetzt sollen wir nämlich wieder zurücklaufen.
Das war nämlich genau das Ding, das habe ich mich schon fast befürchtet. Irgendwas ist hier, glaube ich, bei der Quest noch ein bisschen buggy, wenn mich nicht alles täuscht. Also könnte zumindest sein, dass hier irgendwas noch nicht stimmt. Laufen wir nochmal zurück. Alles gut, macht ja nichts. Versperrt. Hier drüben. Ich kann mich zur anderen Seite durchquetschen. Wartet. Und weg ist sie. Und weg ist sie. Ja. Ist nah am Gegner. Es gibt kein Entkommen. Diesmal kommt der Kampf zu uns. Ach, alles ganz entspannt. Aber auch die sind alle nicht besser. Ah, doch, das ist wesentlich besser. Aber ansonsten, jetzt haben wir nochmal so einen schönen Rock bekommen oder sowas. Keine Ahnung. So, einmal hier. Zack. Ah, Fässer, Kisten, sowas kann man immer alles nebenbei zerstören. Das würde sie nicht tun. Oder sie hätte es nicht tun sollen. Das ist kein Problem. Ich bin sicher, sie hatte einen guten Grund. Die Optik ist schon sehr, sehr nice, muss man sagen. Ich finde der ganze Style. Ich bin sehr gespannt, wie die Klasse sich auch spielen lassen. Bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie die Klasse sich spielen lässt, wenn wir hier auch einfach mal auf einem höheren Level sind. Vor allem mit mehr Fähigkeiten, mit einem besseren Bild, einfach weil wir... Einfach weil wir mehr machen können, beziehungsweise wir viel mehr Möglichkeiten haben. Alter. Ah, okay. Ah, sehr schön. Klappt auf jeden Fall schon mal gut. Moment, wir haben auch wieder was bekommen. Allerdings ein Schild. Damit können wir nicht so viel anfangen, leider Gottes. Wir laufen aber einfach mal weiter. Irgendwann müssten wir ja angekommen sein. Die Mine stürzt nach wie vor ein. Wir werden hier so, oder kommen hier so langsam in Bedrängnis. Was haben wir hier? Eine Öffnung. Aha. So, wir gehen raus. Und kommen wir jetzt wieder nach draußen oder ist das jetzt einfach nur eine Öffnung in eine weitere Mine? Ah, wir sind in einer weiteren Mine. So, sprecht mit Vigo. Ah, wir haben auch einen Ring bekommen. Sehr, sehr schön. Und so ganz so viel Platz haben wir nicht mehr. Moment, wir sprechen ihn erstmal an, den Vigo. Hallo? Der Tunnel ist geschlossen. Ohne Winde sitzen wir hier fest. Seht, da ist sie.
Eieieiei. Was ist los, Nerel? Diese Statue, das ist sie, wie ich sie gesehen habe. Ja, das sieht nach Lilith aus. Lilith. Wir müssen meine Mutter finden. Und jetzt wird es ja auch sehr, sehr düster. Also ne, wir müssen... Ne. Nicht darunter, sondern hier wieder zurück. Ah, genau, und dann hier rüber. So, hier liegen auch schon diverse Leichen. Die haben auch alle gar keinen Bock mehr. Hier ging auf jeden Fall auch ein gutes Massaker ab. Ich will gar nicht wissen, was hier abging. Sieht auch ganz komisch aus. Endlich. Unser Fluchtgefährt. Oh. Getötet. Was ist geschehen? So, und dann einmal mit Vigo sprechen. Verstärkung. Nein, wir... Was war das? Das kam von jenseits des Tors. So, und damit würde ich sagen, ihr Lieben, was auf der Rückseite dieses Tors ist, gucken wir dann uns in der nächsten Folge an. Und in dem Sinne freut es mich, dass ihr dabei wart, dass ihr zugeschaut habt und wie gesagt, lasst mir gerne ein Feedback da, schreibt mir gerne Kommentare, schreibt mir auch gerne mal, für welche Klasse ihr euch entschieden habt in Diablo, beziehungsweise wie weit ihr seid. Und in dem Sinne, lasst mir gerne ein Abo da, damit unterstützt ihr mich am meisten. Wir sehen uns bei der nächsten Folge, haut da rein, euer Cyranos. Ciao, ciao.